Jo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg-Karriere. Wir beginnen heute die Saison mit dem Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04. Wir haben natürlich noch zwei weitere Spiele am Start und das gegen die Bayern und gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein schwieriger Auftakt, wie ich finde. Und mal gucken, wie wir uns da so wirklich schlagen werden. Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir sehr viel transfertechnisch gemacht. Wir haben die Trikots vorgestellt für die neue Saison und die Resonanz davon war eigentlich auch ziemlich positiv, genau wie die ganze Folge im Nachhinein. Erstmal fettes Danke an dieser Stelle, denn ich finde es schon bemerkenswert, trotz dessen, dass wir mittlerweile September haben, das Spiel neigt sich dem Ende zu und normalerweise ist diese Aufmerksamkeit für dieses Spiel einfach schon nicht mehr vorhanden. Deswegen fettes Danke an euch. Hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann mal die 40 Daumen noch knacken werden, aber gut, freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, fettes Danke nochmal an dieser Stelle. Und ich werde jetzt schon mal sagen, das, was wir transfertechnisch gleich machen werden, wird wahrscheinlich nicht jeden unbedingt passen, aber ich habe meine Gründe dafür. Wir haben natürlich eine Umfrage gemacht und dazu werden wir auch gleich noch kommen. Generell, was ist so passiert? Wir haben Grifo verkauft an Bologna, wir haben Wu verkauft an Bordeaux, wir haben unsere drei Leihspieler da verliehen, also Gökhe Asker, Henrik Schulte und Pascal Lüthi. Alle drei sind für ein Jahr weg. Ansonsten haben wir ein fettes Angebot von Inter bekommen, beziehungsweise wir haben mit Inter verhandelt und dann eine fette Summe bekommen. Allerdings ist der Transfer noch nicht fix, da warten wir noch innerhalb dieser Folge darauf, dass das passiert. Und natürlich, wie schon angesprochen, wir werden gleich selber aktiv werden. Kann gut sein, dass die Folge wieder ein bisschen länger wird als normalerweise, aber ich denke, das ist es wert. Und es kann vielleicht auch noch passieren, dass wir den einen oder anderen noch auf die Transferliste packen werden, weil ich mich außerhalb der Aufnahme zwischen diesen beiden Folgen jetzt, also der letzten und der jetzigen, die ihr gerade seht, habe ich mich um einige Sachen Kopfzerbrechen verbreitet, sage ich mal. Oder ich habe halt sehr viel nachgedacht. Was könnte man machen in Bezug auf die Stürmerposition oder den rechten Mittelfeldspieler, je nachdem. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Hab ja auch in der letzten Folge gesagt, ob ich nicht zwei Spieler holen würde für die Stürmerposition. Hab mir aber dann außerhalb der Aufnahme dann noch Gedanken gemacht, ob man nicht vielleicht doch nur einen holen muss. Ich war halt sehr konfus. Ich war mir ehrlich gesagt nicht zu 100%ig sicher. Ich habe auch darüber nachgedacht, auch wenn es diese Umfrage gab, sie eventuell nicht so mit einzubeziehen, also meine eigene Entscheidung zu machen. Aber das wäre meiner Meinung nach nicht fair gewesen. Weil, warum habe ich dann eine Umfrage gemacht? Also deswegen, ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich denke, wir haben, oder ich habe mich dafür entschieden, eine Konstellation aus zwei Stürmern zu machen. Also wir werden uns noch zwei holen und dementsprechend, wenn wir die zwei Stürmer sehen, dann werden wir auch noch etwas weiteres daraus schließen werden. Aber gut, wir fangen mal an. Ich denke mal, wir blenden an dieser Stelle mal die Umfrage ein und die hat Dimitri Oberlin gewonnen. Das fand ich sehr, sehr überraschend, ehrlich gesagt, weil ich habe damit gerechnet, dass es entweder Kutucu wird oder halt Zlatanovic. Aber gut, beide sind es nicht geworden und wir holen uns dementsprechend dann euren Wunschspieler und das ist Dimitri Oberlin. Ganz schneller Spieler, sehr beweglich, hat einen ordentlichen Abschluss, da kann man vielleicht noch dran arbeiten, aber ansonsten ist das bestimmt kein verkehrter Spieler. Und da ist der Stürmer auch schon, vom FC Basel, 24 Jahre alt, Schweizer, Rechtsfuß, war vorher bei Salzburg. Daher kenne ich den halt auch. Wie gesagt, ist sehr schnell, sehr beweglich, hat eine ordentliche Ausdauer, einen ordentlichen Abschluss, ein gutes Dribbling, eine ordentliche Ballkontrolle, eine gute Ballkontrolle, wie auch immer. Und ja, hat noch ein paar Eigenschaften dazu. Laut dem Spiel kann er halt eben nicht über die Außen spielen, was man vielleicht mal drüber hinwegsehen könnte. Natürlich flankt mit 59 nicht optimal dafür, aber könnte man rein theoretisch trainieren. Trotzdem sehe ich ihn eher im Sturm und dann würde ich sagen, wir gehen dann mal rein in die Verhandlung. Und wir werden uns mit dem FC Basel direkt einig auf eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro. Das ist genau sein Marktwert. Und damit werden wir dann auch gleich sofort mit dem Schweizer verhandeln und dann hoffen, dass er zu uns kommt. Und das wäre unser erstes Vertragsangebot an Dimitri Oberlin und zwar Rotationsspieler. Das wollte er selber so. 4-Jahres-Vertrag, keine Freigabesumme wollte er auch selber so. Wir geben ihm 26.000 Euro Gehalt pro Woche. Einen Einstiegsbonus von 200.000 Euro bekommt er. Und da wir das Geld locker sitzen haben, geben wir ihm auch nochmal netterweise einen Bonus dazu. Und zwar, wenn er 15 Tore schießt, bekommt er nochmal 100.000 Euro extra. Und damit hoffen wir, dass er das Ganze annimmt und dann zu uns wechselt offiziell. Eventuell habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht und zwar hat das Timing nicht gestimmt mit dem Überspringen der Szenen. Jedenfalls, er hat seinen Vertrag angenommen, er wechselt zu uns und da ist er halt eben auch schon. Für ganze 8,5 Millionen Euro von Basel aus gekommen. Und so unseren Sturm dann nochmal verstärken. Und praktisch der Matcher-Nachfolger sein. Aber, wie im Vorhinein auch schon gesagt, es wird nicht bei Oberlin alleine bleiben. Und zwar werden wir uns noch jemanden holen. Allerdings wird es nicht Zlatanovic sein und das hat seine Gründe, denn ich denke, wir werden da jetzt jemanden holen, der etwas jünger ist. Allerdings, von den Werten, von allem Möglichen,
sehr ähnlich zu ihm ist, also zu Zlatanovic. Und zwar werden wir uns Jovan Marković holen. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich denke, das ist keine so dumme Idee, ehrlich gesagt. Und warum das Ganze? Ich finde ihn von den Werten her eigentlich ziemlich ähnlich zu Zlatanovic, bis auf halt, dass er nicht so einen guten Abschluss hat, vielleicht auch nicht so die gute Ballkontrolle oder das gute Dribbling. Allerdings von den Werten her finde ich ihn ziemlich ähnlich dazu, weil er ist genauso schnell wie er, oder zumindest ähnlich schnell wie er, ist beweglicher sogar als er, hat aber auch eben dieses Robuste an sich. Und deswegen denke ich halt, das würde halt schon irgendwo auch passen. Außerdem von St. Pölten aus nach Freiburg zu wechseln, ist denke ich auch komplett realistisch, das kann man so nehmen. Wir werden an seinem Abschluss auf jeden Fall arbeiten, auch an seinem Dribbling. Und dann wird er wahrscheinlich auch kein verkehrter Transfer sein. Und deswegen werden wir eben mit St. Pölten verhandeln. Jetzt schon mal vielleicht was zum Denken. Er kann im Spiel halt eben auch nur Stürmer. Und wir werden deshalb da noch ein bisschen mehr machen als das. Und St. Pölten muss nochmal über die Summe nachdenken. Wir haben im Endeffekt 5,4 Millionen Euro geboten. Glaube ich zumindest waren es. Ja, genau so ist es. Ja, sie brauchen noch ein bisschen Bedenkzeit über Marković. Was jetzt auch nicht so verkehrt ist, ehrlich gesagt, aber ich denke, wir werden diesen Transfer auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Ich meine, das Geld haben wir auf jeden Fall, also daran wird es nicht scheitern. Aber gut, wir müssen leider erstmal warten. Mal gucken, wie schnell die da auf uns zurückkommen. Heißt für uns, wir werden jetzt unseren rechten Mittelfeldspieler bzw. rechten Flügelspieler mal eben holen oder anfragen. Und die meisten, die haben ihn halt eben auch schon positiv empfunden in den Kommentaren und das ist auch exakt der, den wir jetzt holen werden, und zwar Mitchell van Bergen vom SC Heerenveen. Ich denke, das wird für uns schon ein wichtiger Transfer sein, denn ich überlege halt, den Umbruch noch ein bisschen weiterzuführen. Ich werde da gleich noch ein bisschen drauf zurückkommen und nochmal ein, zwei Worte dazu sagen und vielleicht dementsprechend noch den einen oder anderen auf die Transferliste schicken. Aber wir werden jetzt erstmal mit Heerenveen verhandeln und versuchen, den Jungen zu holen. Und wir werden uns mit Heerenveen nach 10 Verhandlungen dann doch irgendwo einig. 13,5 Millionen Euro bieten wir für Mitchell van Bergen und das haben sie ganz normal angenommen. Und damit können wir dann auch mit ihm verhandeln. Und damit hätten wir das erste Vertragsangebot fertig für Mitchell van Bergen. Wichtig im Kader die Rolle her, 5-Jahres-Vertrag, keine Freigabesumme, 24.000 Euro Gehalt pro Woche und ein Einstiegsbonus von 200.000 Euro. Und dann mal gucken, ob der Niederländer dann auch zu uns wechseln will oder nicht. Und das Ganze nehmen sie dann an, wir haben den nächsten Transfer. Und zwar Mitchell van Bergen von Heerenveen für 13,5 Millionen Euro. Und dann kommen wir jetzt zu den Gründen, warum wir Mitchell van Bergen noch geholt haben und uns da nochmal auf der rechten Seite verstärkt haben und was wir eventuell jetzt noch machen werden. Erstens, ich überlege eventuell Salah noch abzugeben, um dann den Jungen auch wirklich noch ein bisschen Spielzeit zu geben, also mehr zu bekommen, sage ich mal. Und Salah hat jetzt in der letzten Saison auch nicht wirklich überzeugt, das weiß man. Ich habe ihn im Winter halt eben trotzdem verlängert gehabt, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob wir ihn wirklich behalten wollen noch. Trotzdem ist er kein schlechter Mann an sich, aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr so sicher. Das waren auch meine Gedanken, die ich parallel außerhalb der Aufnahme noch hatte. Das hatte dann auch schon so ein bisschen mit Van Bergen tatsächlich zu tun, aber gut. Mal gucken. Und des Weiteren habe ich auch überlegt, Melem vielleicht direkt wieder abzugeben, weil auch er hat mich wirklich überzeugt. Und auf dem linken Mittelfeld sehe ich ihn vielleicht zwar, aber als Zehner hat er nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir hier nochmal wieder mit einer 10 spielen werden, bin ich mir nicht sicher. Deswegen könnte man da vielleicht auch nochmal so ein Fragezeichen hintersetzen. Ansonsten wären das so meine Gründe. Vielleicht bringen wir Salah noch auf die Transferliste und vielleicht auch Marvin Melem. Wäre echt super von euch, wenn ihr mir da nochmal in den Kommentaren eure Meinung dazu sagen könntet. Und dann simulieren wir weiter nach vorne und gucken, ob Marković bzw. St. Pölten sich über Marković entscheiden kann. St. Pölten kommt mit der Antwort und wollen 6,1 Millionen Euro für Jovan Marković haben. Nebenbei gibt es noch ein Angebot für Metscher von Southampton, aber das werden wir tatsächlich nicht wirklich verhandeln, weil ich denke, der wird zu Inter gehen, kein Zweifel. Und bei Marković versuchen wir nochmal ein bisschen runterzugehen. Und dann wären wir uns tatsächlich auf eine geringere Ablösesumme einig mit St. Pölten und damit könnte Marković für eine Ablösesumme von 5,5 Millionen Euro dann zu uns wechseln. So würden wir dann unser erstes Vertragsangebot an Marković vorlegen. Sporadische Rolle im Kader, 5-Jahres-Vertrag, keine Freigabesumme, 12.000 Euro Gehalt pro Woche und ein Einstiegsbonus von 60.000 Euro. Und damit versuchen wir das Ganze nochmal bei ihm. Allerdings wollen sie nochmal ein bisschen was anderes haben. Ein bisschen mehr Gehalt, einen höheren Einstiegsbonus und sogar noch einen weiteren Bonus nach Einsätzen. Dann haben wir den Bonus entfernt und dann sind alle Beteiligten auch zufrieden mit diesem Deal. Marković wechselt dann von St. Pölten aus in den Schwarzwald zum SC Freiburg und kommt für 5,5 Millionen Euro. Und damit sind wir dann erstmal auch durch, was die Zugänge angeht, zumindest Stand jetzt.
kann sich vielleicht nochmal ändern. Ich hatte auch vielleicht kurz überlegt gehabt, noch einen sehr erfahrenen Innenverteidiger zu holen. Vielleicht auch jemanden zurückzuholen, je nachdem, das wäre Zufall gewesen oder halt je nachdem, was das für eine Entscheidung gewesen wäre. Aber gut, muss nicht unbedingt sein. Wir werden, denke ich, so erstmal in die Saison reingehen. Kurz vor dem ersten Spieltag bekommen wir dann nochmal ein Angebot für Nana Ampoma. 8,9 Millionen Euro von Newcastle, was wir allerdings nicht annehmen werden. Und weiter geht es mit einem Leihangebot für Fatih Avci von Lille. Einjahresleihe werden wir aber auch nicht annehmen, weil er unser Backup für Günther sein wird. Hat ja auch mittlerweile schon eine 72, ist sehr jung, schon 6 Millionen Euro Marktwert, aber das werden wir nicht annehmen. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Kann das Team den Sprung in die Europa League schaffen? Wenn wir den Klassenerhalt schaffen sollten, bin ich allemal zufrieden. Wenn es mehr sein sollte, noch besser. Nach der Verpflichtung von Van Bergen von Herrenveen sehen die Fans seinen ersten Einsatz herbei. Was erwarten sie von seinem Debüt gegen den FC Schalke 04? Wir haben praktisch unsere komplette Offensive ausgetauscht. Fürs erste Spiel ist kein Druck da. Also mal gucken, was passiert. Damit vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Es ist wieder soweit. Bundesliga-Saisonstart. Wir sind im Schwarzwaldstadion bei der Partie des SC Freiburg gegen den FC Schalke 04. Vor allem die Freiburger, die erhoffen sich in dieser Saison dann deutlich mehr als in der vergangenen Saison. Nachdem man am Ende nur 13. geworden ist, soll es diesmal um einiges besser laufen. Auf der anderen Seite die Königsblauen. Auch er im gesicherten Mittelfeld unterwegs gewesen in der vergangenen Saison. Und ich denke, auch bei den Königsblauen sollte man auf mehr hoffen. Dann haben wir hier die Ausstellung. Der SC Freiburg, Dimitri im Tor. Dann geht es weiter mit Günther, Lienhardt, Mühl und Hefti. Apoma, Vasiliades, Fein und Van Bergen, der Neuzugang auf der rechten Seite. Und Oberlin und Demirovic, der Doppelsturm beim SC Freiburg. Metscher ist nicht im Kader, verhandelt mit Inter, ist deshalb nicht dabei. Und die Zeichen stehen dort. Auf Abschied. Beim FC Schalke 04 haben wir Fährmann im Tor. Eine Viererkette mit Short, Tarkowski, Sani und Verseiko. Ndidi und Nandes auf der Doppel-6. Unas, Vujelab und Zivkovic. Und ganz vorne Enesiri. Und dann sind beide Mannschaften bereit für die Saison 22-23. Der Schiedsrichter ist es ebenfalls. Und dann kann es auch losgehen. Die Partie beginnt. Freiburg von links nach rechts in Rot und Schwarz gegen die weiß-blau gekleideten Gäste aus Gelsenkirchen. Auf Mitchell van Bergen. Mit Tempo. Gerade eingekommen von Herrenveen. Immer noch van Bergen. Sieht dann Ampoma. Und die erste Möglichkeit gehört dem SC Freiburg durch Nana Ampoma. Unter der Woche noch ein Angebot von Newcastle abgelehnt. Und Fährmann mit dieser Glanztat. Und der kommt mit Tempo. Mitchell van Bergen gegen Ndidi. Immer noch van Bergen. Mitchell van Bergen. Erster Versuch. Und dann ist Ndidi da und klärt auf Nummer sicher zur Ecke. Hat da keine Lücke. Und sieht dann Oberlin. Der kommt da gut vorbei. Dimitri Oberlin. Nachschuss Ampoma. Kommt nicht zustande. Sané dazwischen. Wieder mit Vasiliades. Und Nana Ampoma mit dem Zuspiel für Oberlin. Der geht da wieder gut vorbei. Oberlin! Nochmal Oberlin! Und nochmal Oberlin! Und dann ist der Ball drin! Freiburg führt! Dimitri Oberlin mit dem ersten Tor des SC Freiburg in dieser Saison und seinem ersten Treffer für seinen neuen Verein. Und da hat er nachgesetzt. Und zwar doppelt und dreifach. Scheitert er zweimal an Fährmann und in der Mitte hatte dann Glück, dass er da Tarkowski anschießt, der den Ball dann endgültig über die Linie drückt. 1-0 Freiburg. Natürlich gehört der Treffer nicht Oberlin, sondern wird als Eigentor gewertet für Tarkowski. Guter Beginn der Freiburger. Heute geht es gefühlt nur über diese rechte Seite. Mitchell van Bergen wieder im Zuspiel mit Adrian Fein. Und der chippt den Ball hoch für Demirovic. Er mit ihm, Demirovic! 2-0! Und auch er trifft. Und das über Mitchell van Bergen. Adrian Fein, der den Ball hoch über den Eigentorschützen Tarkowski chippen kann. Und Demirovic mit einem erstklassigen Abschluss bringt er den Ball da
Auch wenn Fährmann da eigentlich eine gute Position hat. Den Ball an ihm vorbei. 2-0 Freiburg. Der den Ball aber direkt wieder hergibt. Dimirovic. Und da ist Mitchell von Bergen. Und Fährmann hat den Ball im Nachfassen, er ist sicher. Und das war's. Freiburg gewinnt den Auftakt gegen den FC Schalke 04 mit 2-0 durch das Eigentor von Tarkowski, nachdem Dimitri Oberlin, der Neuzugang vom FC Basel, da zweimal nachgesetzt hat und beim dritten Mal dann erfolgreich war. Und Demirovic, der andere Neuzugang, der dann kurz vor der ersten Hälfte, beziehungsweise Ende der ersten Hälfte, dann auch seinen Treffer gemacht hat. Freiburg war das komplette Spiel über die bessere Mannschaft, hätte vielleicht sogar noch nachlegen können und erhöhen können, aber am Ende war Fährmann dann auch auf einem guten Posten unterwegs. Schalke heute unter ihren Möglichkeiten, um das mal nett auszudrücken. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Oberlin hat beim ersten Spiel für den SC Freiburg eine tolle Leistung gezeigt. Wie haben Sie sein starkes Debüt gesehen? Wir haben im Großen und Ganzen ein überragendes Spiel gemacht. Offensive wie Defensive. Und Oberlin hat sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen. Warum hat Melem keine Spielzeit erhalten? Marvin ist ein schwieriger Fall. Wir haben es bisher noch nicht hingekriegt, ihn wirklich richtig einzubinden in unsere Aufstellung. Mal gucken, was da noch so passieren wird. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wir haben das erste Spiel der Saison gewonnen und so kann es doch gerne weitergehen. 2-0 Sieg gegenüber den FC Schalke 04 ist eigentlich auch, wenn man sich die Historie in dieser Karriere anguckt, einer unserer Lieblingsgegner, würde ich behaupten, oder zumindest ein Gegner, gegen den wir gerne gewinnen und es auch in der Vergangenheit halt sehr oft gezeigt haben. Wir haben das komplette Spiel über dominiert. War jetzt vielleicht nicht so zu erwarten, aber wir haben es halt irgendwie hingekriegt. Schalke hatte, glaube ich, nicht einen einzigen Torschuss und wir haben echt gute Spiele hingelegt. Auch wenn es jetzt natürlich nicht gerade besser wird, denn wir spielen jetzt gegen die Bayern, aber wir haben immerhin schon mal 3 Punkte geholt und das ist doch schon mal etwas. Lukas Metscher wechselt nach nur 2 Jahren beim SC Freiburg zu Inter Mailand. 40 Millionen Euro legten die Italiener auf den Tisch, um sich die Dienste des deutschen Nationalstürmers zu sichern. Metscher folgt damit Dominik Heinz nach Inter, wo er damit in der Champions League auf sich aufmerksam machen kann. Er hat sich das alles hart erarbeitet und verdient diese Chance, der wir natürlich nicht im Weg stehen wollten. So sehen wir zu zum Wechsel von Metscher. Die Freiburger holten sich zuvor bereits 2 Nachfolger für Lukas Metscher. Dimitri Oberlin kam vom FC Basel für 8,5 Millionen Euro und Jovan Marković wurde für 5,5 Millionen Euro vom SKN St. Pölten verpflichtet. Und da ist es offiziell. Metscher wechselt zu Inter Mailand. 40 Millionen haben wir dafür bekommen. 33 Millionen gibt es auf unser Transferbudget. Und damit sieht das Konto dann doch schon wieder sehr, sehr rosig aus. Ich glaube, wir sind über 100 Millionen Euro. Werden wir gleich gucken. Jedenfalls gibt es parallel noch ein Angebot von AC Mailand für Felix Agu. 16,1 Millionen Euro. Ehrlich gesagt müsste man das eigentlich auch verhandeln, weil ich glaube, AC Mailand im europäischen Wettbewerb dabei ist. Schwierig das Ganze. Das Problem ist, ich kann es jetzt leider nicht hinauszögern, weil am Ende dieser Folge, denke ich, wäre das zu spät. Lass mich mal ganz kurz gucken, wen wir denn so auf der Liste haben, auf dieser Position. Wir werden uns mit AC Mailand nicht einig über eine Ablösesumme für Felix Agu. Wir waren bei 24,5 Millionen Euro, die wir haben wollten. AC Mailand war lediglich bei 16,1 Millionen Euro und damit kommt dieser Deal auch nicht zustande. Dann hat das für mich ehrlich gesagt schon ordentlich Zeit gekostet, denn ich habe mich gerade intensiv nach einem Rechtsverteidiger umgesehen. Denn wenn dieses Angebot durchgegangen wäre, beziehungsweise wenn die Verhandlungen durchgegangen wären, dann hätte ich mir auf jeden Fall kurzfristig nochmal schnell wen suchen müssen. Interessant wäre da zum Beispiel Jade Bowling wahrscheinlich gewesen. Oder ein Jean Zimmer fand ich jetzt auch nicht verkehrt an sich. Da waren auf jeden Fall einige interessante Namen bei, die man sich auf jeden Fall angucken musste. Und dann ist es Zeit für das Spiel gegen den FC Bayern München. Wir beginnen mit Demic im Tor, Günther, Lienhardt, Mühl und diesmal Agu statt Hefti. Der hat beim letzten Spiel gegen die Bayern nicht so wirklich gut ausgesehen, deswegen spielt jetzt der Felix. Dann haben wir auf der rechten Seite Mitchell van Bergen, Adrian Fein neben Vasi auf der Doppel-6, da ändert sich nichts. Ampomar auf dem linken Mittelfeld und ganz vorne das neue Sturmduo mit Demirovic und Dimitri Oberlin. Spieltag Nummer 2 zwischen dem Rekordmeister aus München, der FC Bayern München, und dem SC Freiburg. Die Bayern verloren am ersten Spieltag gegen RB Leipzig. Währenddessen die Freiburger mit einem Sieg daherkommen gegen den FC Schalke 04. Und die Partie ist offiziell unterwegs. Der Schiedsrichter beginnt
das Spiel und die Bayern von links nach rechts in Durchgang 1 in den roten Trikots gegen die schwarz gekleideten Gäste aus Freiburg. Martinez, ganz schnell gespielt. Und das ist gut gemacht von den Bayern. Martinez 1:0. 4 Minuten gespielt. Und der Rekordmeister führt. Guter Doppelpass zwischen Kovacic und Lautaro Martinez. Und dann haben sie die Viererkette schon ausgespielt. Und da ist Demici dann auch ohne Chance. Das war einfach ein genialer Spielzug der Bayern, die da die Freiburger Abwehr aushebelt. Und wieder Lautaro Martinez mit Kovacic. Wieder sind die beiden da durch. Und Mühl mit dem Fuß dazwischen rettet davor Renato Sanchez und den möglichen 2:0. Doppelpass mit Vasiliadis. Und der legt den Ball zurück für Ermedin Demirovic. Demirovic! Und Manuel Neuer mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion, die er zu verhindern weiß. Wieder Lautaro Martinez. Renato Sanchez perfekt in den Lauf für Kovacic. Und die Glanzzeit von Dimitri verhindert das 2:0. Komm on! Nächste Chance. Martinez unter Kovacic mit dem Pass in den Lauf für Martinez. Und der Pfosten rettet für den SC Freiburg. In den Lauf für Mitchell van Bergen. Und der ist an Roussillon vorbei. Auch an Christensen. Mitchell van Bergen! Und schon wieder ist Manuel Neuer da. Die Freiburger sind zwar die schlechtere Mannschaft in diesem Spiel, aber sie sind nicht ungefährlich. Vasiliadis in den Lauf für Mitchell van Bergen über die rechte Seite. Gegen Roussillon mit dem Haken. Zieht Richtung Mitte. Geht da nicht vorbei. Aber der Schuss von Oberlin. Genau auf Manuel Neuer die nächste Chance für die Freiburger. In den Lauf für Mitchell van Bergen, der jetzt im zweiten Durchgang auf jeden Fall eine bessere Partie macht. Gegen Roussillon im Laufduell. Immer noch Mitchell van Bergen. Und der legt den Ball quer. Er legt ihn quer. 1:1 am Pommer. Freiburg schafft den Ausgleich. Und Manuel Neuer kann es nicht fassen, aber es hat sich angedeutet. Mitchell van Bergen mit dem Konter. Die Leidenschaft des SCF und der Neuzugang legt den Ball quer in die Mitte auf den freien Ampomar. Und der muss den Ball nur noch reinschieben ins Netz zum Ausgleich. Und man muss natürlich sagen, die Bayern sind klar gefährlicher. Sie haben mehr Chancen, aber sie nutzen sie einfach bisher nicht. Mit Markovic. In den Lauf für Mitchell van Bergen, der war nicht im Abseits. Und er legt ihn wieder quer. Freiburg führt. Dimitri Oberlin. Mit dem 2:1. Freiburg dreht die Partie. Und die mitgereisten Freiburger Fans, die können es nicht fassen. Mitchell van Bergen, gut reingespielt von Markovic. Der Neuzugang von St. Pölten legt hier indirekt auf. Und wieder mal legt Mitchell van Bergen den Ball quer. Und dann muss Oberlin den Ball nur noch einschieben zum 2:1. Brad Manu mittlerweile eingewechselt. Günther muss dahin, kommt aber nicht hin. Icardi! Kommt da zwar in den Kopfball, aber kann den nicht aufs Tor bringen. Und nach langer Zeit haben die Bayern mal wieder eine Chance. Und das war's! Der SC Freiburg schafft die Überraschung und nimmt Punkte aus der Allianz Arena mit. 1:0 Rückstand. Und am Ende dreht man die Partie mit einer überragenden zweiten Hälfte und einem überragenden Spiel von Mitchell van Bergen, der hier zwei Vorlagen beibringt zu diesem Spiel. Vielleicht sind die drei Punkte nicht hoch verdient. Sie sind wahrscheinlich nicht mal wirklich verdient, aber das Unentschieden oder ein Unentschieden wäre mindestens verdient gewesen, denn die Bayern waren klar besser, aber im zweiten Durchgang dann nicht mehr so stark wie im ersten. Im ersten hätten sie es eigentlich schon entscheiden können und am Ende verlieren die Rekordmeister dieses Spiel. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir hatten schon ein wenig Glück in der ersten Hälfte. Da waren die Bayern klar besser, haben aber ihre Chancen nicht genutzt. Was im Endeffekt ausschlaggebend für diesen Sieg war. Sie haben unerwarteterweise gewonnen. Wie haben Sie das geschafft? Wir haben unsere Chancen genutzt. Ganz einfach. Wir haben im entscheidenden Moment getroffen und uns den Sieg geholt. Danke für diese kurzen Aussagen. Vielen Dank. Und wer hätte es gedacht, wir gewinnen auch das zweite Spiel in dieser Saison, das gegen den FC Bayern, gegen den Rekordmeister.
bin ein bisschen baff. Das, was wir in der letzten Saison nicht geschafft haben, also nicht die Bayern schlagen, sondern eher, dass wir tatsächlich mal unsere Chancen halbwegs nutzen. Diese Saison läuft jetzt schon deutlich besser als die letzte. Ich meine, allein am ersten Spieltag haben wir genauso viele Tore gemacht wie in 5, 6 oder 7 in der letzten Saison zu Beginn. Also wirklich, das ist jetzt schon besser als in der letzten Saison. Und das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir und das macht Freude auf mehr. Und ich denke, das nächste Spiel nehmen wir natürlich auch noch mit. Die Folge wird wirklich lang. Ich bin jetzt schon gefühlt am Ende, aber gut. Folge kommt spät. Heute gegen, ich denke, 20 Uhr oder so. Ihr werdet sehen, aber ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Vor dem Spiel gegen Gladbach bekommen wir ein Leihangebot von Borussia Mönchengladbach für Fatih Avcı. Natürlich werden wir das nicht annehmen. Erstens, weil es macht nicht wirklich viel Sinn, ihn nach Gladbach auszuleihen oder zu verleihen. Und zweitens möchte ich das auch gar nicht wirklich. Also, es passt einfach überhaupt nicht. Und dann ist es soweit. Spieltag Nummer 3 gegen Borussia Mönchengladbach und gleichzeitig auch das letzte Spiel dieser Folge, bevor wir dann diese Folge auch beenden. Wir beginnen mit Demitsch im Tor, Günther, Lienhardt, Mühl und Agu. Dann haben wir auf der rechten Seite Mitchell van Bergen, der überragend gegen die Bayern gespielt hat, generell auch gegen Schalke ein richtig gutes Spiel gemacht hat, bisher richtig überzeugt. Dann beginnen wir heute mal mit Dorsch auf der Doppel-6 neben Vasi, Ampomar auf dem linken Mittelfeld und Oberlin zusammen mit Zimmermann im Sturm. Ist auch mal was Neues, aber probieren wir mal aus. Warum nicht? Agu schickt Mitchell van Bergen auf Reisen, immer noch Mitchell van Bergen! Und da war Aluminium noch dran für den Niederländer. Natürlich aus diesem Winkel schwierig aufs Tor zu bekommen, beziehungsweise sogar ins Tor reinzubekommen. Und da hat nicht viel gefehlt. Und wie man gesehen hat, die Latte war noch dran. Freistoß an Pomar. Und der flankt die Kugel Richtung Mitte. Und da ist Mitchell van Bergen! 1-0 Freiburg! Mann, macht der Junge Spaß! Und das nach dem Freistoß von Ampomar, nimmt hier den Ball mit. Und dann kriegt er den noch irgendwie an Sommer und auch an Scher vorbei. Und die Führung für die Freiburger, sie ist da. Und der Junge von Herrenwing gekommen, macht bisher eine überzeugende Rolle bei den Freiburgern. Und er schickt den Ampomar in den Lauf. Nana Ampomar, richtig stark gemacht, wie er dann den Gladbacher vorbeigeht. Immer noch Ampomar und Jan Sommer mit der Glanzparade. Zimmermann hält die Kugel im Spiel. Und wieder Mitchell van Bergen, wie er da einfach vorbeigeht an Bradaric. Ganz stark gemacht vom Niederländer. Immer noch Mitchell van Bergen und er versucht es wieder direkt. Bleibt hängen, Ampomar nochmal, geblockt. Ruiz, Oxlade-Chamberlain, nochmal mit Ruiz, Doppelpass. Und der Ausgleich. Gladbach ist wieder zurück im Spiel. Und das über den Doppelpass mit Oxlade-Chamberlain und Ruiz. Hat da ein bisschen Glück, dass Demirci zwar dran ist, aber diesen Treffer nicht entscheidend verhindern kann. Sieht da nicht wirklich optimal aus, was er da tut. Und Gladbach ist zurück im Spiel. Und der nimmt den Alan Ruiz mit. Der Torschütze zum 1:1. Alan Ruiz gegen Lienhardt. Flanke kommt rein in Richtung Mitte. Agu ist zwar da, aber der Kopfball geht trotzdem durch von Higuain. Und Nana Ampomar mit Platz. Mit sehr viel Platz vor seiner Nase. Ist da Danilo komplett überrannt worden. Nana Ampomar. Macht das alleine! Er macht's alleine! 2-1! Freiburg geht's wieder in Führung! Und das heute auch mal über den Mann über der linken Seite mit Nana Ampomar. Wir haben schon die ganze Zeit über Mitchell van Bergen geschwärmt. Und da entreißt Nana Ampomar mal komplett über die linke Seite an Danilo komplett vorbei. Der hat da überhaupt kein Nachsehen mehr. Und dann in die lange Ecke im Kasten von Jan Sommer. 2-1 Freiburg. Super Ball auf Mitchell van Bergen. Gut gespielt von Niklas Dorsch. Und der Niederländer hat Platz. Könnte den Ball auch selber in die Mitte legen. Macht er nicht diesmal. Hätte er vielleicht machen sollen. Der Niederländer. Dicke Möglichkeit vergeben. Gegen Janschke.
Zieht Richtung Mitte, stark gemacht von Christian Günther. Die Grätsche von Janschke im Strafraum bedeutet Elfmeter. Toni Janschke, langjähriger Borussia, bringt hier Christian Günther zu Fall und verursacht einen Foul-Elfmeter. Zimmermann schießt gegen Jan Sommer und er verschießt. Das ist nicht die Saison bisher für Ronny Zimmermann. Auch wenn sie bisher nur 3 Spiele alt ist, beziehungsweise 2,5, die dicke Chance liegen gelassen, dieses Spiel vielleicht zu entscheiden. Und das war's. Freiburg gewinnt auch gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 und holt aus 3 Ligaspielen zur Saisonauftakt auch 3 Siege. 9 Punkte. Bester Start unter Sino Virtu. Und das haben sie sich hier erarbeitet. Der Führungstreffer von Mitchell von Bergen. Dann kam der Ausgleich von Alan Ruiz. Und Nana Ampomar macht mit einer individuellen Leistung für sich klar und für den SC Freiburg klar. Natürlich ein bisschen bitter, dass Ronny Zimmermann das Ganze nicht entscheidet durch diesen verschossenen Foul-Elfmeter. Aber am Ende bleibt es beim Sieg. Und damit sei alles gesagt. 3 Spiele, 3 Siege. In den 3 Spielen jeweils 2-mal getroffen. Das heißt, unsere Torquote steht gerade bei 2 pro Spiel. Also das ist perfekt. Deutlich besser als bei der letzten Saison, wo wir nicht mal bei 1 waren pro Spiel. Muss man kurz anmerken. Mal gucken, ob wir das so weiter hinhalten können. Aber trotz dieses schwierigen Auftakts haben wir es geschafft, tatsächlich aus allen 3 Spielen Siege mitzunehmen. Hätte ich so nicht gedacht, ganz ehrlich. Bisher für mich der überragendste Spieler aus diesen 3 Spielen, ganz klar Mitchell van Bergen. Was der bisher abgerissen hat, ist echt Wahnsinn. Nana Ampomar geht zwar ein bisschen unter, auch wenn er bisher mehr Tore gemacht hat als der Mitchell, aber trotzdem. Bisher überzeugt van Bergen auf aller Linie. Was bleibt noch zu sagen? Mir gefällt unsere Spielweise. Wir spielen deutlich besser als in der letzten Saison, das sieht man auch. Ich kann mich da nur wiederholen. Es gefällt mir, es ist offensiver als in der letzten Saison. Ich glaube, das sieht man auch. Vor allem, weil wir in der Defensive deutlich mehr Löcher haben als sonst. Aber wir verteidigen trotzdem eigentlich ziemlich ordentlich. Auch wenn wir jetzt in 2 Spielen jeweils ein Gegentor kassiert haben. Aber trotzdem, es sieht ganz gut aus. Und hoffentlich machen wir das Ganze auch in der nächsten Folge so weiter. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Wir haben einen sehr, sehr guten Saisonauftakt hingelegt. Hoffentlich machen wir das dann in der nächsten Folge so weiter. Ganz kurz. In der nächsten Folge geht es gegen Nürnberg, die Hertha und gegen Hoffenheim weiter. Und im Vergleich zu dem, was wir bisher schon hatten, klingt das jetzt deutlich einfacher, muss man sagen. Trotzdem natürlich, Ziel ist definitiv der Klassenerhalt. Mal gucken, ob wir da vielleicht mehr schaffen. Sieht zumindest aktuell so aus. Hoffentlich behalten wir diese Form auch für einen längeren Zeitraum. Ich kann euch dann auch mal zeigen, wer denn unser DFB-Pokal-Gegner ist. Ganz kurz im Überblick die erste Runde. Wir haben unter anderem Ingolstadt, die sich gegen Darmstadt durchsetzen. Magdeburg schlägt Dresden, Stuttgart kommt klar weiter gegen Würzburg, die zweite von den Bayern ist weiter gegen Aue, Lautern setzt sich gegen Paderborn durch und das wäre es so im Groben, was vielleicht Überraschungen betrifft. In der zweiten Runde haben wir dann Nürnberg gegen Union Berlin, Stuttgart gegen Freiburg, das heißt wir haben das Derby, wie man aus Stuttgart so sagen würde, Magdeburg gegen Leverkusen, Hertha gegen Hoffenheim, Bochum gegen Köln, Ingolstadt gegen Mainz, Kiel gegen Augsburg, Wolfsburg gegen Heidenheim, Fürth gegen Schalke, Leipzig gegen die Bayern, das kennen die schon vom Saisonauftakt, da haben die verloren, die Bayern, Düsseldorf gegen Bayerns Zweite, Hannover gegen Hamburg, Dortmund gegen Gladbach kennen wir auch vom Saisonauftakt, Bremen gegen Uerdingen, Lautern gegen Bielefeld und Wiesbaden gegen Frankfurt. Wir spielen gegen den Absteiger aus der Bundesliga, die dann in der Relegation es nicht gepackt haben, ich glaube gegen Düsseldorf war das, jeweils 2 mit 1:0 verloren haben und das wird eine schwierige Aufgabe für uns, denke ich, aber naja, mal gucken. Wir werden schon sehen, wenn wir dann das Spiel haben. Blicken wir nun in die Bundesliga-Tabelle rein. Leipzig auf 1 mit 9 Punkten, genauso wie Leverkusen. Unsere Wenigkeit aus Freiburg und Eintracht Frankfurt ist hier oben mit dabei. Das muss man eben auch kurz festhalten. Frankfurt in der letzten Saison auf Platz 15. Die enttäuschendste Mannschaft der Bundesliga-Saison, muss man sagen. Stehen jetzt genau wie wir mit 9 Punkten aus 3 Spielen da. Was eine Überraschung tatsächlich, dass die beiden Mannschaften da oben mit dabei sind. Nach 3 Spielen, muss man auch mal wieder kurz betonen, weil das heißt ja noch nichts. Dortmund auf der 5, dann bei Mainz, Schalke, Wolfsburg, Köln, die Bayern nur auf der 10. Einmal gewonnen aus 3 Spielen, 2 Niederlagen kassiert, darunter gegen uns. Düsseldorf auf der 11 mit 3 Punkten, Hoffenheim auf der 12, Augsburg auf der 13, Gladbach nur 14.
Hannover auf der 15 und auf den letzten drei Plätzen die Hertha, Werder Bremen und der 1. FC Nürnberg. Und damit soll es das gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst mich dann nochmal eure Meinung zu Salay und Marvin Melem da. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Und dann würde ich sagen, das war's. Macht's gut, haut rein und ciao.